Ja, guten Tag. Auf Einladung der Sport Group Academy sowie der Sportärztezeitung heiße ich Sie herzlich willkommen zur heutigen Videofortbildung mit dem Thema Entzündungshemmende und regenerative Ernährung 2022. Mein Name ist Dr. Klaus Böttgen und ich freue mich, mit Ihnen jetzt in das Thema einzusteigen. Entzündungshemmende Ernährung ist weltweit bekannt und wird auch weltweit genutzt. Ein kleines Beispiel möchte ich nennen zum Eingang in dieses Thema. In Indien gibt es zum Beispiel ein besonderes pflanzliches Getränk, das genommen wird, um Gelenkbeschwerden zu bekämpfen. Das war immer sehr wirksam und das Interesse war natürlich sehr hoch und man schnappte sich dieses Getränk und schaute mal nach, was denn da drin ist, hat es in ein Immunassay geworfen und hat verschiedene Substanzen darin gefunden. Und in der Spektralanalyse hat man verschiedene sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die sehr verwandt mit Resveratrol waren, entdeckt und auch Komponenten der Phenole und anderer Inhaltsstoffe festgestellt. Die hat man dann verglichen mit NSAR, also nicht-steroidalen Antirheumatika, die am Markt waren, wie Aspirin, Celebrex oder Vioxx, und stellte fest, dass bestimmte Substanzen darin eine ähnliche Wirkung haben auf die COX-Enzyme, nämlich COX-1 und COX-2-Hemmung, den entscheidenden Hemmfaktor von NSAR. Und damit war klar, dass die Wirkung ähnlich ist und dass es im Grunde einen gleichen Wirkmechanismus gibt, der ohne die entsprechenden unangenehmen Nebenwirkungen für die NSAR besteht. Danach hat man sich sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe noch ein bisschen genauer angeguckt und Sie sehen hier eine Liste aus 2005, wo zum Beispiel Betanin, was wir in Rote Bete haben, oder Lycopene, was man aus Ketchup kennt, oder Beta-Carotin, logischerweise aus Karotten und anderen Gemüsesorten, hat man gesehen, wie Hochkonzentrationen entsprechend auf COX-1 und COX-2 wirken und entsprechend dieselbe Wirkung entfalten wie NSAR. Das heißt, hier wurde der Weg praktisch freigeschaltet, um darzustellen, wie pflanzliche Inhaltsstoffe, also Phytotherapie, Schmerz- und Entzündungshemmung bewirken können. Ich möchte Ihnen hier die wichtigsten vorstellen aus der Gruppe, die stärksten entzündungshemmenden Substanzen bei Gemüse, Obst und auch später noch bei Gewürzen. Hier ist bei dem Gemüse die Rote Bete besonders hervorstechend. Eine Studie möchte ich Ihnen zeigen, dass zum Beispiel bei Osteoarthritis, also Gelenkbeschwerden, die 10-tägige Gabe und Supplementierung von Rote Bete eine deutliche entzündungshemmende Wirkung hat. Das konnte man feststellen an den proinflammatorischen Zytokinen, die natürlich verringert waren. Klassisch dafür sind immer Messungen vom Tumornekrosefaktor TNF-Alpha oder von Interleukinen, hier Interleukin 6, im Verhältnis zu den Ausgangswerten. Rote Bete zeigt sich also als der große Player bei Gemüse. Natürlich sind andere Gemüsesorten genauso wichtig und gut, aber man sucht natürlich in dem Bereich, indem man starke Entzündungshemmungen erreicht, eine hohe Konzentration an sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die dann entsprechend wirken. Logischerweise wurden diese Substanzen dann auch als Präparate der Supplementierung im Rahmen der Nahrungsergänzung zusammengestellt und zusammengebaut für Leute, die es eben nicht schaffen, zum Beispiel genügend Gemüse zu sich zu führen. Im Bereich des Obstes hat man die Kirschen genauer untersucht und hat schon 1999 festgestellt, dass auch hier eine starke Hemmung der COX-1 und COX-2-Aktivität auch im Vergleich zu anderen nicht-steroidalen Antirheumatika vorliegt. Hier wurden die Kirschsorten nochmal extra untersucht und man stellte fest, dass eine besondere Kirschsorte, die Montmorency-Kirsche, eine besonders hohe Reduzierung der COX-Aktivität hat. Und deshalb wurde diese Montmorency-Kirsche mit einem extrem hohen Anthocyan-Gehalt als Referenz- und als Empfehlungskirsche, wie wir es einmal nennen wollen, in die Empfehlungen eingebaut. Und mehrere Hersteller haben die Montmorency-Kirsche dann entsprechend auch angeboten. Die Studien wurden teilweise mit 200 bis 300 Kirschen gemacht. Entsprechend ist klar, dass in solchen Präparaten, zum Beispiel in einer Flasche, zum Beispiel 1450 Kirschen sind, damit man sieht, man sucht immer nach einer Substanz oder nach einem Produkt in der Natur, das eine extrem hohe Verdichtung von Anthocyanen hat, sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, und versucht diese dann entsprechend auch den Menschen anzubieten, da in der Regel 200 Kirschen am Tag
kaum essbar sind. Interessant dabei sind auch Kombinationen der Montmorency-Kirsche mit Enzymen. Solche Präparate gibt es zum Beispiel auch am Markt. Was man hier schön sieht, ist, dass Anthocyane entsprechend in der Montmorency-Kirsche wirklich sehr, sehr hoch da ist. Anthocyan ist ja das Wort für Farbe. Wenn man sich also vorstellt, wir hatten schon die rote Beete genannt und die Montmorency-Kirsche, das ist alles blau, rot, alles, wo Farbe drin ist. Man kennt es vom Rotwein, von dem man ja auch entzündungshemmende Eigenschaften kennt, dass zum Beispiel in Frankreich Menschen, die nicht übermäßig Rotwein trinken, auch weniger vielleicht Herzinfarkte haben. Das muss man sich ungefähr vorstellen unter dem Bereich sekundäre Pflanzen, Inhaltsstoffe und Anthocyane. Logischerweise kommt man an den Blaubeeren natürlich nicht vorbei. Wir haben bei den Heidelbeeren und Blaubeeren schon 2012 auch entzündungshemmende Eigenschaften, die im Sport eine wichtige Rolle spielen und eine schnelle Regeneration zeigen konnten. Und zwar nach exzentrischen Muskelbelastungen. Hierauf gehe ich später nochmal ein, weil exzentrische Muskelbelastungen führen zu einer Entzündung über Nacht und klassisch zum Muskelkater am nächsten Tag. Das konnte deutlich reduziert werden. Auch Heidelbeeren können durch die Anthocyane und die sekundären Inhaltsstoffe bei entzündlichen Darmerkrankungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, und hatte ähnliche Effekte oder sogar bessere Effekte als die Standardmedikamente, die heutzutage bei entzündlichen Darmerkrankungen gegeben werden. Bei den Anthocyanen muss man ganz klar wieder schauen, wo ist das höchste Potenzial. Wir haben in Kulturheidelbeeren, die wir ganz normal im Supermarkt kaufen, auch schon einen guten Anthocyangehalt, aber Wildheidelbeeren haben einen extrem hohen Anthocyangehalt. Das heißt, wenn man heutzutage ein Präparat erstellen würde, würde man natürlich versuchen, Wildheidelbeeren zu nehmen und die kompakt in eine entsprechende Form in Saft oder in Kapseln zu bringen, um die entsprechend Menschen anzubieten und diese statt NSAR einzunehmen. Denn Wildheidelbeeren selber zu kaufen ist etwas schwieriger und das ist der Grund dafür, dass man versucht, auch den Menschen solche Präparate anzubieten. Insgesamt ist es also so, dass im Grunde alle Formen von Anthocyan oder Polyphenolen, wie man sie auch nennt, dazu führen, dass eine Entzündungshemmung da ist. Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass eine Ergänzung mit ungefähr einem Gramm Polyphenolen am Tag für drei oder mehrere Tage vor und nach Belastung die Erholung verbessert im Sport. Eine direkte Einnahme von 300 Milligramm vor einer sportlichen Belastung hat eine verbesserte Muskelperfusion und damit sogar eine verbesserte Leistung nachgewiesen. Man kann, wie eben dargestellt, die Substanzen einzeln nehmen. Aber zum Beispiel, wenn man sie mischt, könnte man zum Beispiel 450 Gramm Heidelbeeren, 120 Gramm Johannisbeeren und 300 Gramm Montmorency-Kirschen entsprechend nehmen, um auf eine solche Dosis zu kommen, die dann eine optimale entzündungshemmende Eigenschaft hat. Ich möchte auf den nächsten großen Punkt gehen. Wir waren jetzt bei den sekundären Inhaltsstoffen. Es gibt noch einen anderen Weg, um entsprechend COX-1 und COX-2 deutlich zu reduzieren. Und zwar ist das Grundprinzip von NSAR, wie wir es schon vorgestellt haben, die Hemmung dieser Enzyme, weil COX-1 und COX-2, und das ist einfach immer wichtig zu wissen, nichts anderes macht, als eine Omega-6-Fettsäure, die Arachidonsäure, in ihrem Abbau zu hemmen. Arachidonsäure kommt sehr viel vor in Fleisch, deshalb haben auch die Vegetarier und die Veganer das oft als Argument zu sagen, es sind ungesunde Fette im Fleisch und deshalb sollte man das meiden, denn die Arachidonsäure, die dort vermehrt vorkommt, wird zu entzündlichen Prostaglandinen abgebaut, die zu einer Verstärkung der Schmerzwahrnehmung, zu einer verstärkten Entzündungsreaktion, Verengung der Blutgefäße, wir hatten ja vorhin bei den Anthocyanen eine Erweiterung der Blutgefäße, und damit entzündlich wirken. Wir hatten gezeigt, dass Pflanzen, Gemüse oder Obst entsprechend auch COX-1 und COX-2 hemmen. Das sehen wir links oben in der Ecke. Das ist der pflanzliche Bereich. Wir möchten jetzt aber auf den Pool der Arachidonsäure eingehen. Arachidonsäure hat leider eine andere Wirkung auch noch, denn über die Lipoxygenasen entstehen Leukotriene, die zum Beispiel Asthma auslösen. Das heißt also, eine ungesunde Ernährung kann auch bei Asthmatikern dazu führen, vor allem auch im Sport, dass es häufiger zu Anfällen oder zu Beschwerden kommt. Wichtig ist zum Beispiel, darauf gehe ich noch ein, auf das Thema Gewürze zum Beispiel. Im Ärzteblatt wurde das vor
ein, zwei Jahren veröffentlicht, dass auch Weihrauch eine besondere Wirkung hat, nämlich auch hier ein Enzym, die Lipooxygenasen umprogrammiert und damit nicht entzündlich, sondern entzündungsauflösend wirkt. Das heißt, wir haben hier einen direkten Zugriff auf eine entzündliche Kaskade, die später noch eine wichtige Rolle spielen wird im Bereich von Weihrauch, weil eine längere Einnahme von NSAR, die ja COX-1 und COX-2 hemmen, führt logischerweise dazu, dass der Pool an Arachidonsäure größer wird und damit über einen anderen Schenkel abgebaut werden muss. Das heißt, eine klassische Nebenwirkung von NSAR, das Sie auch in jedem Beipackzettel lesen können, ist die Auslösung von Asthma. Man nennt das Analgetika-Asthma. Und hier möchten wir natürlich wegkommen von NSAR und auf die pflanzlichen Stoffe wieder zurückkommen oder auf Omega-3-Fettsäuren, auf die ich eingehen werde. Warum kommt es bei der Anwendung von pflanzlichen Substanzen nicht zu Asthmaanfällen? 2018 wurde das sehr gut untersucht. Das Hemmpotenzial zum Beispiel von Montmorency-Kirchen als sekundären Pflanzeninhaltsstoffinhaber macht nicht nur eine Glykämieregulation, was für Diabetiker sehr, sehr wichtig ist oder für Übergewichtige, sondern trifft auch andere entzündungsrelevante Enzyme. Die COX-1 und COX-2-Hemmung hatten wir ja genannt als wichtigste Entzündungshemmung für Gelenkschmerzen zum Beispiel, aber, und das ist natürlich der Grund dafür, dass wir eben über den Arachidonsäure-Schenkel kein Asthma auslösen, kommt es auch zu einer Hemmung der Lipooxygenase. Zudem haben wir die Xanthinoxidase, die gehemmt wird, was zu einer Harnsäuresenkung führt. Wir sind sicher, dass Allopurinol bei der Erkrankung, die wir Gicht nennen, oder bei einer Hyperuricämie eingesetzt wird. Dieses Mittel als Standard hemmt die Xanthinoxidase und führt zu einer Harnsäuresenkung. Harnsäure ist ja klassischerweise, was bei der Gicht natürlich sehr wichtig ist, die Harnsäure zu senken, eine klassische entzündliche Erkrankung, die oft durch Ernährung ausgelöst wird. Wenn zu viele Purine zum Beispiel zugeführt werden, klassisch, oder zu viel Bier getrunken wird, kann es zur Harnsäureerhöhung und zum Gichtanfall kommen. Auch hier wirken sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe präventiv und senken entsprechend die Harnsäurelast, die wir bei Gelenkbeschwerden natürlich in keiner Weise haben möchten. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass für den Sport besonders wichtig ist, der belastungsinduzierte Muskelkater, DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Wenn wir eine exzentrische Belastung haben im Fitnessstudio, was zum Beispiel Bergabläufe bedeutet, oder wenn wir einen Muskel gegen seine Kontraktion belasten, oder wenn wir es aus dem Bereich der Sportarten, zum Beispiel vom Tennisspielen kennen, abbremsende Bewegung oder Fußball abbremsende Bewegung und wieder in die andere Richtung starten, dann haben wir eine besondere Situation auf den Muskel. Über Nacht kommt es zu einer Entzündung und am nächsten Tag haben wir ganz klar einen Kraftverlust oder Muskelkater. Das ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben einen Kraftverlust von ungefähr 30% in der Phase des Muskelkaters, was einer Muskelverletzung vom Typ 1b entspricht. Jeder Sportler sollte das dem Trainer melden und sollte auf keinen Fall die Intensität weiter auf diesem Niveau führen, denn das wäre das große Einfallstor für die nächste Muskelverletzung, für ein Muskelfaserriss oder schwere Verletzungen. Als Vorbeugung werden deshalb ganz klar für Muskelkater auch in den Veröffentlichungen die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe der Heidelbeere und der Rote Bete empfohlen. Enzyme wie Bromelain führen dazu, dass, wenn sie vorher genommen werden, weniger Muskelkater am nächsten Tag zu erwarten ist. Die Montmorency-Kirsche als Obst hatten wir genannt und Omega-3-Fettsäuren machen dies auch. Wenn Sie heute bei der schwersten Gelenkerkrankung googeln, dann wissen wir meistens, dass Rheuma irgendwas mit Ernährung zu tun hat und dass Ernährung vielleicht einen positiven Effekt auf Rheuma haben könnte. Da finden Sie relativ schnell die Seite von der Rheuma-Liga, die eigentlich nur für den Laien aufgebaut ist. Hier sehen Sie auf der ersten Seite nicht nur, dass man sich entsprechend gesund ernähren soll mit Gemüse und anderen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, und Obst, sondern auch vor allem, dass man auf bestimmte Lebensmittel verzichten sollte. Und zwar wird hier wörtlich genannt, bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sollten Sie nicht zu viel Arachidonsäure über die Nahrung aufnehmen. Warum? Aus Arachidonsäure bilden sich entzündungshemmende Botenstoffe. Und diese begünstigen die Entzündung von Gelenken.
Arachidonsäure nochmal ist eine Omega-6-Fettsäure. Und die versuchen wir in der Regel auch zu messen bei unseren Probanden, um zu zeigen, wie schlecht oder wie gut die Ernährung in dem Bereich ist. Insgesamt müssen wir sagen, dass wir mit Omega-6-Fettsäuren leider überfrachtet sind und viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren zu uns führen. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass Omega-3-Fettsäuren die einzigen Fettsäuren sind, die der Körper selber nicht herstellen kann. Das ist ähnlich bei Eiweiß, da haben wir 8 von 20 Aminosäuren, die wir nicht herstellen können. Wir nennen so etwas essentiell. Bei Kohlenhydraten haben wir keine essentiellen Kohlenhydrate. Deshalb, wenn wir nicht entsprechend Eiweiß zu uns führen oder entsprechend die richtigen Fettsäuren, haben wir Defizite, werden wir krank, verletzen uns oder sterben letzten Endes, wenn wir überhaupt gar keine mehr zu uns führen würden. Die schlechten Fette, die wir vorhin erwähnt haben, sind allerdings nicht nur wie die Arachidonsäure in Fleisch, sondern wir haben auch Omega-6-Fettsäuren in vielen anderen pflanzlichen Bereichen. Das heißt, hier müssen die Veganer sehr aufpassen, dass sie nicht sich entzündlich ernähren, sondern entzündungshemmend. Für die kalten Speisen können daher nur im Grunde Leinöl, Rapsöl oder Olivenöl empfohlen werden. Alles, was Sie hier als roten Balken sehen, ist hochentzündlich. Das heißt, das Verhältnis von Omega-6, von entzündlichen Fetten zu guten Fetten, sehen Sie zum Beispiel hier bei Distelöl oder bei Sonnenblumenöl bei weit über 100 zu 1. Wir nennen das heutzutage die Eintrittskarte zum Rheumatismus. Leider sind auch heute viele Brotaufstriche von Veganern mit Sonnenblumenöl vollgestopft und sind damit im Grunde nicht gesund. Interessant ist auch, weil immer Olivenöl genannt wird, Olivenöl hat wenig Omega-6-Fettsäuren, die entzündlich sind, aber auch leider wenig Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, Sie sehen hier, Leinöl und Rapsöl sind die, die hier am meisten haben. Hanföl hat übrigens auch einen guten Anteil von Omega-3-Fettsäuren. Ich möchte ein Beispiel von einer Rheuma-Patientin jetzt zeigen, so wie wir Arachidonsäure auch messen. Wir gehen ja immer nach dem Prinzip vor, messen, wissen, messen, handeln, kontrollieren. Wir sehen hier in der unteren Spalte die Omega-6-Fettsäuren. Wir haben hier in der, die wichtige Arachidonsäure hier gemessen. Sie sehen hier bei der Probandin haben wir einen ganz hohen Wert von Arachidonsäure. Das heißt, hier ist wahrscheinlich die Ernährung sehr, sehr schlecht. Und wir haben im Bereich der Omega-3-Fettsäuren, was Sie hier oben sehen, die drei wichtigen Omega-3-Fettsäuren. Das war die Alpha-Linolensäure von dem Leinöl, was wir eben genannt haben, und die beiden maritimen, also die in Fisch vorkommenden Omega-3-Fettsäuren, die übrigens aus Leinöl nur zu 10% gebildet werden, EPA und DHA. Das finden Sie übrigens auf jedem Omega-3-Produkt. Da steht immer drin, wie viel EPA und DHA da drin ist. Wichtig ist auch, dass wenn Sie eine Supplementierung empfehlen, 1 Gramm Fischölkapseln nicht automatisch 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren entspricht, sondern meistens nur 300. Wir setzen in der Regel das Verhältnis, das sehen Sie, von Arachidonsäure, in dem Fall zu EPA, ins Verhältnis. Sie hätten hier 400 zu 10. Das heißt, Sie sehen hier, die Probandin hat ein Verhältnis von fast 40 zu 1. Unser Ziel ist 2 zu 1. Sie hat also ein ganz, ganz großes Verhältnis und ein ganz, ganz starkes Entzündungsbereitschaft. Allein durch die Ernährung werden die Gelenke im Grunde deutlich entzündlich beeinflusst. Nach der Gabe von Omega-3-Fettsäuren über einen längeren Zeitraum von 2 bis 4 Gramm konnten wir das Verhältnis deutlich verbessern. Sie sehen hier unten, die Arachidonsäure hat sich praktisch halbiert. Der Anteil der Omega-3-Fettsäuren hier bei EPA hat sich versiebenfacht. Das heißt also, jetzt haben wir nur noch ein Verhältnis von 1 zu 3, was natürlich extrem gut ist. Unser Ziel ist immer 1 zu 2, 1 zu 3. Er hat natürlich viel weniger Gelenkbeschwerden, braucht auch weniger Medikamente und lebt im Grunde in einem guten antientzündlichen Zustand. Interessant ist auch, dass wahrscheinlich es so ist, dass Patienten mit entzündlichen Erkrankungen mehr Omega-3-Fettsäuren verbrauchen und einen höheren Bedarf an entzündungshemmender Ernährung haben. Das konnte auch nachgewiesen werden, übrigens bei Sportlern von Schacchi 2016, der 106 Wintersportler untersucht hat, oder Davinelli 2019 bei 257 Läufern. Und da konnte auch festgestellt werden, je länger die Laufstrecken waren, desto schlechter waren die Omega-3-Fettsäuren. Das heißt also, hier besteht scheinbar wirklich ein deutlich höherer Bedarf. Ich nehme mal das Beispiel wie Raucher, die viel mehr Vitamin C verbrauchen. Ist auch hier ein erhöhter Bedarf für Sportler an Omega-3-Fettsäuren da. Omega-3-Fettsäuren haben in vielen Meta-Analysen und Interventionsstudien klar gezeigt, dass sie antiinflammatorisch wirken, eine Schmerzverbesserung erreichen
bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, aber auch mit Osteoarthritis, also einfachen Gelenkentzündungen.